Servus, moin, grüß euch, willkommen zu einem neuen Video. Und zwar, ich habe wieder ein neues Projekt am Start. Und zwar, wie ihr seht, ist es eine Flathead vom Jahr 1943. Das ist eine 57er Flathead, keine 1200er. Und ich bin trotzdem happy, weil ich habe die ziemlich günstig für meine Verhältnisse ziemlich günstig geschossen. Mehrere Sachen, warum ich sie für dieses Geld gekauft habe. Ganz einfach, weil da ein paar Sachen dran sind. Selbst wenn ich die einzeln verkaufe, kriege ich das Geld schon wieder raus. Vorab, der Motor ist drinnen leer, also da ist gar nichts drinnen. Mein Ziel ist es, den Motor irgendwann aufzubauen. Einfach mit dem Motor Spaß zu haben, irgendwann mal ein komplettes Bike aufzubauen. Ich weiß, das wird etwas länger dauern, aber nun gut, das ist jetzt nicht eine Frage der Zeit, sondern eine Frage des Geldes und der Lust. Das ist jetzt nur ein nebensächliches Projekt, das, ja, man könnte sagen, das war ein Scheunenfund, das hat so ein Herr verkauft und ja, er wollte das eigentlich als Tisch ursprünglich umbauen, aber es stand bei ihm nur rum und er hat es mir so mit dem Ständer verkauft. Und was ich schon bereits gemacht habe, ist erstmal den Vergaser abgenommen, denn dieser Vergaser gehört gar nicht hier auf die Flathead drauf. Dieser Vergaser gehört eher auf eine Knucklehead drauf. Das ist ein Knucklehead-Vergaser. Und korrigiert mich, falls ich falsch liege, aber das ist ein Originaler von 1943. Ich habe den jetzt mal vorsichtshalber abgenommen, weil, tada, der Vorbesitzer hat einfach Löcher gebohrt und improvisiert und hat da den Vergaser mit einem Gewindeschneider noch anders montiert an dem Flathead-Motor. Wo ich mir denke, ey, schade um diesen Vergaser. Nichtsdestotrotz, ich werde jetzt diesen Vergaser auch online stellen, verkaufen, reparieren. Und ja, ich denke mal, ich werde nicht allzu wenig Geld für diesen Vergaser bekommen, denn Knucklehead-Vergaser, wie ihr wisst, sind relativ selten. Und ja, das ist übrigens ein Linkert M35 Vergaser, nur mal für euch zur Info. Und ansonsten hier, das Teil ist auch leer, das ist nicht mal befestigt und ja, da muss noch einiges gemacht werden, aber es sieht für mich halt aus nach einem etwas größeren Projekt, aber ich freue mich auf dieses Projekt tatsächlich, denn ey, wer hat schon die Chance auf so einen alten geilen Motor? Ich hätte gern eine Knuckle oder ich hätte gern eine Penhead, aber die sind ja schweineteuer. Und ja, mein Gott. Ich zeige euch mal den Motor. Hier war übrigens noch ein Luftfilter dran. Ich denke mal auch, dass er zur Knucklehead eher gehört. Korrigiert mich, falls ich falsch liege. Aber ich finde ihn ganz geil. Vielleicht baue ich den sogar in die Shovel ran und pulver das Teil, das obere Teil. So schaut es aus. Ja, so schaut der Vergaser aus. Und jetzt kommen wir mal zum Motor. Wie ihr seht hier, die Rockerboxenrippen sind schon hier einige abgebrochen. Das ist für mich jetzt eher weniger schlimm. Man kann die Rockerboxen relativ günstig schießen. Ich habe die schon für 70, 80 Euro gesehen, deswegen ist das jetzt weniger tragisch. Was auch noch ziemlich wertvoll ist, wie ich gelesen habe im Internet, und zwar hier der Generator. Der ist auch ziemlich teuer, wenn man den so kaufen möchte, gebraucht. Da legst du schon mal 500, 600 Euro auf den Tisch. Manchmal weniger, manchmal mehr. Aber ja. Und ansonsten schaut der Motor ganz gut aus. Ich werde den mit euch dann nach und nach auseinandernehmen und gucken, was drin fehlt, was drinnen überhaupt ist, wie es drinnen überhaupt ausschaut. Ich weiß es gar nicht. Nichtsdestotrotz war das ein Top-Kauf, denn für das Geld, allein schon wenn ich diesen Vergaser verkaufe, kriege ich fast das ganze Geld schon rein. Deswegen bin ich auch mega zufrieden mit diesem Kauf. Bin nur gespannt, wo ich einen Rahmen herbekomme. Falls jemand jemanden kennt oder selber einen Flathead-Rahmen hat mit Papieren, bitte mir Bescheid geben. Ich würde einen Flathead-Rahmen sehr gerne kaufen. Sagt mir Bescheid, vielleicht kennt ja jemand einen, der einen Flathead-Rahmen kauft oder nicht braucht. Und ja, was auch noch wichtig ist, hier die Cases.
müssen beide immer die identische Nummer haben oder sollten zumindest die identische Nummer haben, denn dann steigt natürlich auch der Preis. Und ja, beide haben die identische Nummer. Ich habe auch noch die WIN, in Anführungsstrichen WIN, damals ja eine Seriennummer, habe ich jetzt nochmal geprüft und die stimmt. Die ist tatsächlich vom 43er Baujahr und wurde in Amerika gekauft vor vielen Jahren. Und ja, bald, ich sag mal so, das sind bald 80 Jahre, das ist schon richtig geil und freut mich, so ein Teil bei mir zu Hause rumstehen zu haben. Freut euch auf das Projekt, schaltet gerne bei dem Projekt ein, falls ihr irgendwelche Fragen habt oder mir vielleicht irgendwie dazu was sagen könnt oder irgendwelche Einzelteile habt oder sonstiges, schreibt mir einfach in den Kommentaren und sagt mir Bescheid, was ihr habt oder vielleicht irgendwelche Tipps oder sonstiges. Freue mich auf eure Kommentare und wünsche euch was. Danke fürs Zuschauen. Servus. Dabei. Okay.